am Ostermontag, damals im Jahr 33 nach Christus, kommt der Hohe Rat zusammen, ganz entsetzt über all das, was geschehen ist in der Zwischenzeit. Und natürlich stellen sie als erstes mal den Josef von Arimathea zur Rede und machen ihm Vorwürfe. Sag mal, wie konntest du nur diesem Verbrecher, diesem möchte gern Gottes Sohn, diesem angeblichen König der Juden, ein Grab zur Verfügung stellen? Also das geht ja gar nicht, und machen ihn voll fertig. Irgendwann schafft es der Josef mal so ganz kleinlaut auch ein Wort reinzukriegen und sagt dann, naja, aber es war doch nur übers Wochenende. Okay, der ist gut. Genau, also Josef von Arimathea hat nur mal übers Wochenende sein Grab zur Verfügung gestellt, wusste er vorher vielleicht nicht. Damit sind wir auch schon quasi mittendrin in dem kleinen Impuls, den ich heute geben möchte.